Neulich, als Christoph mal wieder mit der Bahn unterwegs war, fiel sein Blick, wie schon so oft, auf den Handgriff der Notbremse. Und wieder, wie schon so oft, war die Versuchung fast übermächtig. Christoph, lass es, ne? Du weißt ja. Aber trotzdem wollte Christoph mal wissen, was eigentlich passiert, wenn er an der Notbremse zieht. Hier an diesem Signal soll es losgehen. Christoph und die Leute von der Bahn haben es gemeinsam ausprobiert. 0 Meter und von da an alle 50 Meter ein Schild, um die Bremsstrecke zu messen. 100 Meter. 150. 200. Ganz schön lang der Bremsweg von so einem Zug. 250. 300. 350. Bis zu 400 Meter braucht ein Zug, um zu bremsen, je nach Geschwindigkeit, Wetter und Zug. Das ist unser Testzug. Mit Lokführer und mit Schaffner und mit Christoph als Fahrgast. Und dann haben wir noch eine Kamera unter dem Zug festgemacht, damit wir sehen, was da passiert. Aber bevor der Zug überhaupt losfahren kann, muss der Lokführer erstmal die Bremse lösen. Druck auf die Bremsleitungen. Genau 5 Bar. Das ist so, als würde Christoph einen Ballon aufblasen. Da gibt er sozusagen Druck auf den Ballon. In diesen Schläuchen wird der Druck im ganzen Zug verteilt. Der Druck bewegt dann diese Kolben. Und dadurch wird der Bremsklotz vom Rad weggezogen. In Christophs Modell ist das auch so. Der Druck, oder hier der Ballon, löst die Bremse und das Rad kann sich dann drehen. Und dann kann der Zug sich endlich in Bewegung setzen. Und unten, die Kamera fährt auch mit und guckt, was passiert. Der Zug fährt mit 100 Stundenkilometern. Unter dem Zug rappelt und klappert es. Alle warten gespannt auf den Zug. Aber was passiert, wenn Christoph vielleicht ziehen darf? Der Ballon, der Druck, gibt die Bremse frei. Aber wenn der Ballon platzt, der Druck nicht mehr da ist, dann bremst es. Die Stelle ist erreicht. Los geht's. Wenn er zieht, geht ein Schnappventil auf, die Druckluft zischt raus, der Kolben drückt und die Bremse bremst. Der Lokführer nimmt das Gas weg und sandet. Er lässt Sand aufs Gleis streuen, damit das Rad besser abstoppt. Der Zugbegleiter wird durch den Wagen geschleudert, Christoph natürlich auch. Und wenn der Zug dann endgültig zum Stehen kommt, gibt's nochmal einen kräftigen Ruck. Der Zugbegleiter kann ganz genau sehen, wo die Notbremse gezogen wurde, denn da ist ein Draht, die sogenannte Plombe, kaputt. Damit der Zug weiterfahren kann, muss der Zugbegleiter erst wieder das Schnappventil schließen, durch das der Druck entwichen ist, sozusagen unser kaputter Ballon. Dann kann der Lokführer wieder Druck auf die Leitung geben. 5 Bar. Und der Kolben kann wieder den Bremsklotz vom Rad ziehen. Das passiert an allen Bremsen im Zug gleichzeitig. Und dann kann es wieder losgehen. Wieder beschleunigen. Wieder auf 100 Stundenkilometer. Christoph darf wieder die Notbremse ziehen. Und diesmal wollen wir wissen, wie lange das Bremsen dauert, wie viele Sekunden und wie viele Meter. Eine Stoppuhr haben wir mitlaufen lassen. Sechzehn, siebzehn Sekunden und ein paar zerquetschte. Und jetzt muss Christoph nach seinen Schildern gucken. Wo ist das nächste? Da. Meter. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Meter. 159 Meter. Ist okay. Ist jedenfalls viel weniger als erwartet. Dankeschön. Ja, danke schön, dass wir das mal ausprobieren durften. Denn jetzt muss der Christoph, wenn er Eisenbahn fährt, nie wieder in Versuchung kommen, die Notbremse ziehen zu wollen. Christoph?